Heute für euch 8 Beziehungen, die nach dem Ende der Harry Potter Saga enthüllt wurden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video nehmen wir eine kleine Abwechslung vor und beschäftigen uns mit den Aspekten von Liebe und Beziehungen in Harry Potter. Während der Saga erleben wir die verschiedensten Romanzen mit ihren Höhen und ihren Tiefen. Dann endet die Geschichte recht abrupt. Heute werde ich über die Beziehungen sprechen, die sich nach dem Ende der Bücher und der Filme etabliert haben. Einige Beziehungen, wie die zwischen Remus und Tonks, werden innerhalb der Geschichte festgelegt, aber andere bleiben ein wenig im Unklaren. Manche davon sind offensichtlich, andere eher weniger. Ich bin gespannt, ob ihr sie alle identifizieren könnt. Schreibt das gerne am Ende des Videos in die Kommentare. Zum Glück hat J.K. Rowling das Harry Potter-Universum nach Ende der Hauptgeschichte erweitert, sodass wir bestätigen können, dass diese Beziehungen zum Kanon dazugehören. Beginnen wir mit der Nummer 8, und dort haben wir George Weasley und Angelina Johnson. George Weasley, einer der beiden Weasley-Zwillinge, heiratete schließlich später Angelina Johnson, die später den Namen Angelina Weasley annahm. Wie vielen bekannt ist, waren George und Fred nicht nur Brüder, sondern auch beste Freunde, die fast jeden Moment zusammen verbrachten. Georges Welt brach zusammen, als er seinen Zwillingsbruder in der Schlacht von Hogwarts verlor. Obwohl die magische Welt den Krieg überstanden hatte und Frieden einkehrte, sah sich George mit der Herausforderung konfrontiert, ein Leben ohne Fred führen zu müssen. Er konzentrierte sich zunächst auf seine Arbeit und war dabei auch sehr erfolgreich. Mit der Zeit entwickelte George jedoch eine Beziehung zu Angelina Johnson, einer ehemaligen Gryffindor-Schülerin. Angelina, die 1977 geboren wurde, spielte in der Harry Potter-Reihe eine aktive Rolle. Sie trat Dumbledores Armee bei und war in ihrem 7. Schuljahr, welches mit Harrys 5. Schuljahr zusammenfiel, Captain der Gryffindor Quidditch-Mannschaft. Das Besondere an Georges und Angelinas Beziehung war, dass Angelina zuvor mit Fred zusammen war. Es ist schwer zu sagen, wie die allgemeinen Regeln für das Dating der Ex-Freundin eines verstorbenen Zwillingsbruders aussehen, aber diese Konstellation führte unter den Fans zu einigen Diskussionen. Noch bemerkenswerter ist allerdings, dass eines ihrer Kinder den Namen Fred der Zweite erhielt, während ihre Tochter Roxanne genannt wurde. Kommen wir zur Nummer 7, und dort haben wir Ronald Weasley und Hermine Granger. Nun zu einem weiteren Weasley. Während Rons und Hermines Beziehung im Epilog des letzten Buches deutlich gemacht wird, gibt es seitdem noch zusätzliche Informationen zu ihrer Partnerschaft, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Schon früh in der Saga gerieten Ron und Hermine immer wieder aneinander. Sie reizten sich gegenseitig, stritten sich oft, kamen aber stets wieder zusammen. Mit der Zeit wuchs ihre unausgesprochene Anziehung zueinander. Einige mögen überrascht sein zu erfahren, dass Rons Gefühle für Hermine bereits im 2. Buch auftauchten, als er aufgrund ihrer Bewunderung für Gilderoy Lockhart eifersüchtig wurde. Im 4. Buch intensivieren sie ihre romantischen Gefühle füreinander, und im 6. Buch waren diese Gefühle bereits unbestreitbar. Nach dem Krieg wurden Ron und Hermine ein Paar und hatten 2 Kinder, Rose und Hugo. Überraschenderweise äußert Rowling nach Abschluss der Serie Bedenken über ihre Entscheidung, die beiden als Paar darzustellen, was viele Fans bestürzte. Sie spekulierte sogar, dass die beiden möglicherweise Eheberatung benötigen könnten. Vielleicht brauchen Hermine und Ron ein wenig Beratung, sagte sie. Ich frage mich, wie eine Eheberatung für Zauberer aussieht. Sie könnten es wahrscheinlich sogar schaffen. Er sollte an seinem Selbstwertgefühl arbeiten, sagte sie, und sie könnte versuchen, etwas weniger kritisch zu sein. Kommen wir zu Nummer 6, und dort haben wir Luna Lovegood und Rolf Scamander. Nach dem Krieg etablierte sich Luna Lovegood als renommierte junge Magizologin und blieb ihrer Leidenschaft für magische Wesen treu. Ein Magizologe ist jemand, der magische Geschöpfe erforscht. Ein prominenter Magizologe in der Harry Potter-Reihe ist natürlich Newt Scamander, Autor von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Interessanterweise verband Luna ihr Schicksal mit der Familie Scamander, indem sie Newts Enkel Rolf Scamander heiratete. Rolf arbeitete für den Tagespropheten und war ebenfalls ein Magizologe. Für ihre Hochzeit wählte Luna ein für sie typisch exzentrisches Outfit, bestehend aus einem Regenbogenkleid und einer Tiara mit Einhornhörnern. Das Paar bekam zwischen 2008 und 2014 2 Söhne, Lawson und Lysander. Manche Fans zeigten sich enttäuscht über diese Paarung, da viele gehofft hatten, Luna würde mit Neville Longbottom zusammenkommen. Rowling hatte jedoch eine andere Vorstellung für Nevilles Liebesleben. Nummer 5. Neville Longbottom und Hannah Abbott. Eine Paarung, die viele Leute überrascht hat, ist die von Neville und Hannah. In der Geschichte werden die beiden nicht als ein Paar dargestellt, zumal sie in verschiedenen Hogwarts-Häusern waren.
Hannah, eine Halbbluthexe, begann ihr Studium in Hogwarts im selben Jahr wie Neville, wurde jedoch dem Haus Hufflepuff zugeteilt, während Neville Gryffindor angehörte. Trotzdem gab es zwischen den beiden einige Gemeinsamkeiten, die ihre Beziehung irgendwie erklärbar machen. Beide waren Mitglieder von Dumbledores Armee und nahmen gemeinsam am Kräuterkundeunterricht teil, den Gryffindor- und Hufflepuff-Schüler in ihrem Jahrgang gemeinsam besuchten. Nevilles herausragende Fähigkeiten in Kräuterkunde könnten ihm in diesem Umfeld mehr Selbstvertrauen verliehen haben, wodurch er für Hannah etwas attraktiver wurde. Zudem spielte Neville in der Schlacht von Hogwarts eine heldenhafte Rolle, die sicherlich viele beeindruckte. Obwohl das Paar soweit bekannt keine Kinder hatte, wissen wir, dass sie gemeinsam über dem tropfenden Kessel wohnten, wo Hannah als Wirtin tätig war. Viele Fans hatten gehofft, Neville würde mit Luna Lovegood zusammenkommen, aber das Schicksal hatte andere Pläne. Nummer 4. Draco Malfoy und Astoria Greengrass. Ja, selbst Draco Malfoy fand sein Liebesglück bei Astoria Greengrass. Obwohl Draco im Epilog kurz erwähnt wird, bleiben viele Details im Dunkeln, deshalb hier eine genauere Betrachtung. Während seiner Schulzeit in Hogwarts zeigte Draco nicht offensichtlich Interesse an Romanzen, obwohl viele glaubten, dass Pansy Parkinson, eine Mitschülerin aus seinem Slytherin-Haus, gut zu ihm passen würde. Doch letztendlich fand Draco seine Partnerin in Astoria Greengrass, die 2 Jahre jünger war und ebenfalls Hogwarts besuchte. Laut Pottermore waren Dracos Eltern, Narcissa und Lucius, nicht besonders angetan von dieser Verbindung. Obwohl Astoria aus einer renommierten Familie stammte, die zu den unantastbaren 28 gehörte, betrachteten sie sie als eine Enttäuschung. Und das lag vor allem daran, dass Astoria sich weigerte, ihren Sohn Scorpius Malfoy in dem Glauben aufzuziehen, dass Muggel minderwertig seien, was zu Spannungen bei Familientreffen führte. Das Paar hatte einen Sohn, Scorpius Malfoy, der zur gleichen Zeit wie Albus Severus Potter Hogwarts besuchte. Ein tragischer Familienfluch führte jedoch dazu, dass Astoria in jungen Jahren starb, wodurch Draco als alleinerziehender Vater zurückblieb. Nummer 3. Harry Potter und Ginny Weasley. Ein offensichtliches Paar. Doch es gibt vielleicht Einzelheiten, die nicht allen bekannt sind. J.K. Rowling hat sich genauer zu Harrys Verhältnis zu Ginny geäußert. Ich hoffe, dass die Leser, ähnlich wie Harry, schrittweise Ginny als die perfekte Partnerin für ihn erkennen würden. Sie ist mutig, dabei aber nicht unsympathisch forsch. Er braucht jemanden, der mit den Herausforderungen umgehen kann, die mit dem Leben an Harry Potters Seite einhergehen. Er hat seine Narben, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Ginny hingegen ist humorvoll, herzlich und empathisch. Genau das, was Harry in einer Partnerin sucht. Anfangs schien es unwahrscheinlich, dass Harry und Ginny ein Paar werden würden. Immerhin war sie die jüngere Schwester seines besten Freundes. Aber nach den Geschehnissen in der Kammer des Schreckens fing er an, sie nicht mehr nur als Rons kleine Schwester wahrzunehmen, sondern als selbstbewusste junge Frau. Romantische Gefühle entwickelte er jedoch erst später. Im Jahr 1996 änderten sich die Dinge zwischen ihnen. Nach dem Ende seiner Beziehung zu Cho verbrachte Harry den Sommer häufig mit Ginny im Fuchsbau. In einer Zaubertränkestunde mit Slughorn war es der Liebestrank Amortentia, der ihm verriet, dass er von einem blumigen Duft, den er im Fuchsbau wahrgenommen hatte, angezogen wurde. Später stellte sich heraus, dass es Ginnys Haar war. Nachdem er sie beim Küssen von Dean Thomas beobachtet hatte, erkannte er durch seine Eifersucht, dass er tatsächlich Gefühle für sie hatte. Die beiden erleben eine kurze Romanze, vertiefen ihre Beziehung aber erst nach dem Krieg. Schließlich heirateten sie und bekamen 3 Kinder. Lily Luna, Albus Severus und James Sirius. Nummer 2. Percy Weasley und Audrey. Tatsächlich fand auch Percy, oft als der komplizierteste Weasley beschrieben, sein Liebesglück. Er verliebte sich in eine Hexe namens Audrey, deren Geburtsname uns leider nicht bekannt ist. Über ihre Beziehung ist nicht viel bekannt, doch das Paar hat 2 Töchter, Molly und Lucy. Und schließlich die Nummer 1, Bellatrix Lestrange und Lord Voldemort. Bellatrix und Voldemort teilten eine komplexe Beziehung. Obwohl ihre Intimität erst nach der Buchreihe offengelegt wurde, lässt sich aus den Informationen schließen, dass ihre Verbindung bereits während der Ereignisse der Saga bestand. Der Beweis dafür ist ihre Tochter Delphini, die heimlich auf dem Malfoy-Anwesen in den späten 1990er Jahren geboren wurde. Dies geschah parallel zu den Geschehnissen in den Büchern, allerdings gibt es hierzu keine direkten Anhaltspunkte. Bellatrix, obwohl als berüchtigte Mörderin bekannt, zeigte eine deutliche Zuneigung zu ihrem Meister Lord Voldemort. Weniger offensichtlich ist jedoch, ob und inwiefern Voldemort diese Gefühle erwiderte. Und das war's mit diesem Video. Kanntest du alle aufgezählten Beziehungen? Würde mich echt interessieren, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat.
Danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.